Ich habe keine Lust, das passt mir nicht, denn ich weiß ganz genau, Sie haben mit der Kunst so wenig zu tun, wie ein toter Hund mit dem Beißen. Sie reden und quatschen nur über Kunst. Deswegen. Und da habe ich keine Lust. Und Sie sind eine Kunstquasselstrippe. Ja, aber ich bin selber, bildender geben Künstler. Geben Sie mir doch eine Chance zu quasseln. Nein, ich möchte mit Ihnen nicht sprechen. Das letzte Wort. Nein, bitte, er soll reden. Ja. Aber ich habe mit ihm nichts zu sagen. Bleiben Sie eine Sekunde bei mir, lieber Bruder. Hören Sie es doch immer. Ich habe nichts zu sagen. Nein, ist klar, haben wir begriffen, Sie haben nichts zu sagen, aber lassen Sie doch... Weil er eben auch noch eine Sottise über Herrn Ludwig anbrachte. Der Herr Ludwig hat gerade hier in Köln schließlich eine ganze Menge geleistet. Man kann über Herrn Ludwig denken, wie man will. Ja, aber der Herr Bassot-Brock ist nicht berechtigt, den Herrn Ludwig zum Scharlatan oder zu irgendetwas zu machen. Ich habe nicht zum Scharlatan gemacht. Na ja, Sie haben aber dumme Sachen schon gesagt. Es ist eine Frage, warum jemand, der sich als Mäzen in der Öffentlichkeit feiern lässt, eben nicht ein Mäzen ist. Denn wenn ich Bedingungen an meine Schenkung stelle, bin ich kein Mäzen. Ich habe mich noch nie als Mäzen in der Öffentlichkeit feiern lassen. Warum danach habe ich Sie ja gefragt, ja, aber Sie ich verbitte mir diese dusseligen Fragen. Ich bin kein Mäzen. Ich habe doch nirgends geprotzt, dass ich ein Mäzen sei. Gut, also lassen Sie Ihre Was Fragen. Was ist denn der Gegenwert? Sie sind ein Gegenwertfanatiker, sagten Sie. Nein, es ist bei mir nicht. Was ist der Gegenwert, um den es Ihnen geht? Bei dieser ich habe es hier eben Herrn Kastorf laut und deutlich erklärt, dass ich möchte, dass für den deutschen Expressionismus nun endlich die zentrale Forschungsstelle gegründet wird. Und da fahren Sie mir über den Mund und sagen, die gibt's hier, die gibt's da, die gibt's überall. So können wir nicht reden. Ich stelle fest, dass es eine Unzahl von wissenschaftlichen Arbeiten also dann, gibt zum dann Expressionismus. Gibt's die und dann irre ich mich. Nicht? Und ich kann Ihnen jetzt bloß noch einmal sagen, ich habe es nicht nötig, mit meinem Kunstbesitz meine Aktionen zu verteidigen. Ich mache, was mir Spaß macht. Und ich folge meinen Überzeugungen und ich folge nicht Ihrem Gequatsche. Sie überlassen. Herr Gisser, ja, meine Damen und Herren, das ist eine etwas ungewöhnliche Situation. Das ist, glaube ich, 85 Sendungen. Ich stelle mich gemacht zum ersten Mal, dass ein Streitgespräch ein sehr plötzliches Ende genommen hat. Herr Professor Bassot, ich danke Ihnen dennoch. Ich gehe mal wieder zurück. Sie könnten jetzt die Rolle ja übernehmen, dann spielen wir sie zu Ende. Ich? Ja, nee. So. Gut. Ja. Ich kann dazu nur sagen, es ist völlig ausgeschlossen, mit Herrn Bassot-Brock ein Streitgespräch zu führen, weil er normalerweise nicht informiert ist und nur verquollene und qualliche Formulierungen zum Besten gibt. So mag ich das nicht. Und ich mag vor allen Dingen diese Art der Investigation nicht. Die kann ich nun mal nicht leiden. Aus. Sind Sie doch bisher noch nie ausgewichen. Warum jetzt? Sie wissen, worum es geht, welchen Punkt ich hier zur Sprache bringen wollte und dem weichen Sie aus. Ich habe jedenfalls keine Laune zu einem Streitgespräch. Ich bin doch, das habe ich Ihnen doch schon gesagt, ein unabhängiger Mann und ich möchte dieses Gekäse mit Ihnen nicht haben. Aus. Ja. Gut, also jetzt sind wir genau da angelangt. Dann müssen Sie nicht wundern, dass die Öffentlichkeit auch durch andere Vertreter sich verbittet. Die Öffentlichkeit kann mich doch auch kreuzweise, also was denn noch? Sie stilisieren sich doch zu einem Heiligen, der wirklich durchsetzen will mit seinem Besitz. Sehe ich aus wie ein Heiliger? Das andere auf seine Besitz. Sehe ich aus wie ein Heiliger? Also ich lache mich doch selber tot, wenn Sie solche Sachen anbringen. Also sehe ich aus, Sie können es mich ansehen, sehe ich aus wie ein Heiliger? Ich würde... Also es ist doch wohl verrückt, sowas. Also, ich meine, Vorschlag, entweder kehren Sie jetzt zu dem Streitgespräch Nein, zurück. Nein, das tun wir bitte nicht. Nein, nur Nein. Frage, nicht weil Sie doch wieder Keine sich Rede davon. Haben. Herr Professor, ich kann Sie noch hinter der Kamera schwer erkennen. Herzlichen Dank. So ist das nun mal im Leben. Aber das Leben ist wechselvoll. Aber vielleicht sollten Sie als Journalist daran interessiert sein, zu hören, was es da an Hinweisen oder Einwänden gibt. Ja. Aber die Sendung heißt, verehrter Professor, ich stelle mich, Lothar Günther Buchheim. Er hat gesagt, er wollte nicht mit Ihnen weiterreden. Dann bringt es weniger, wenn ich mir das jetzt anhöre. Das ist nicht wahr. Sie können, also Ihnen gebe ich gerne Auskunft. Nein, nein, ich soll ja keine Auskunft geben, sondern der Professor aus Wuppertal hat ja gesagt, ich sollte mir das anhören, was der er noch sagen wollte. Der ist kein Künstler. Ja, gut, also komm, nicht, tun Sie mir einen Gefallen, fangen Sie nicht wieder an, denn dann wäre ich verpflichtet und gerne fühle ich mich verpflichtet, auch der Gegenseite das Wort zu geben. Machen wir jetzt mal einfach einen Strich drunter. Finde ich das wir haben Lothar Günther Buchheim in dieser Rolle erlebt, in der ich Sie von Anfang an erwartet hatte. Aber es hat immerhin doch
Eine ganze Weile gedauert. Ja, Und es mussten auch bloß die richtigen Leute kommen. Sicher, hat 81 Minuten gedauert. Und es mussten die richtigen Leute kommen. Ja, danke schön. Ich weiß nicht, ob ich das als Kompliment auffassen soll. Aber ist schön. Also nicht schön. Aber jetzt, Herr Buchheim, da Sie jetzt schön in Fahrt sind.